nutzt. Ich bin in der Gegend, wenn du mich brauchst, mein Freund. Was ist denn so interessant? Was? Ach, vergiss es. Warte, bist du nicht... Ja, ich hab dich schon in Aktion gesehen. Dich schrecken die Infizierten nicht, oder? Auch nachts nicht, wenn die Straßen unsicher sind. Hast du mich ausspioniert? Klar doch, das ist mein Job. Nicht jeder kommt den Infizierten so nah wie du. Du weißt bestimmt viel über sie. Das könnte sehr nützlich sein. Nützlich inwiefern? Darf ich mich vorstellen? Zed, leitender Infiziertenforscher der Peacekeeper. Aber sag niemandem, dass du mich getroffen hast. Warum nicht? Das würde mir ohnehin niemand glauben. Du könntest meine Mission gefährden. Was denkst du, warum ich mich hier vor allen verstecke? Ich leite eine streng geheime Spezialeinheit, die alle Mutationen der Infizierten dokumentiert. Ihre Merkmale, Verhaltensweisen und die Gebiete, in denen sie vorkommen. Natürlich auch die beste Methode, sie zu bekämpfen. Wofür brauchst du mich? Für Nachforschungen. Ich brauche Augen vor Ort. Aber das ist natürlich gefährlich. Die meisten meiner Leute werden vermisst. Ich hab dich beobachtet. Mit deiner Erfahrung könntest du einen großen Beitrag leisten. Hilfst du mir, meine Erkenntnisse zu bestätigen? Gerne. Deine Arbeit scheint wichtig zu sein. Prima. Danke dir. Du weißt bestimmt, was mit Infizierten nach der Mutation passiert. Sie werden stärker, schneller und wendiger. Bist du schon dem Typ begegnet, der höher als alle anderen springt? Das ist wohl eine Todesfee. Ja, das haben zumindest meine Forschungen ergeben. Interessant ist, sie scheinen relativ schwach zu sein. Verfehlt ihr Angriff das Ziel, lassen sie ab. Ich habe einen anderen infizierten Typ beobachtet, der sich erstaunlicherweise stark von den anderen unterscheidet. Er meidet Menschen. Ich weiß, wie das klingt, aber dir muss so etwas schon einmal begegnet sein. Wenn er sich zurückzieht, hinterlässt er Spuren. Weißt du, von welchem infizierten Typ ich spreche? Es ist ein Flüchter, denke ich. Ja, das passt. Ungefähr. Danke. Die nächste Frage ist ein wenig komplizierter. Ich habe von einem infizierten Typ gehört, der ein seltsames Verhalten zeigt. Er produziert einen giftigen Nebel um die anderen Monster herum. Manche Überlebenden glauben sogar, dass er Tote wiederbelebt. Das ist natürlich Unsinn. Klingelt da was bei dir? Ah, du sprichst über einen Wiedergänger. Genau den meine ich. Meiner Theorie zufolge hat er ein spezielles Organ entwickelt, das diesen giftigen Nebel produziert. Es ist unglaublich, was die THV-Genmod aus diesen Kreaturen macht. Furchterregend und faszinierend zugleich. Welcher infizierten Typ hat das explosivste Temperament? Definitiv ein Selbstmörder. Richtig, ein Selbstmörder. Halte dich von denen lieber so fern wie möglich. Gut gemacht. Du hast mir wirklich geholfen. Hier ein Zeichen meiner Wertschätzung. Eine Waffe, die ich hergestellt habe, als ich noch ins Feld zog. Sie wird dir sicher mehr nutzen als mir. Oh, und hier. Dieses Kartenspiel mit einigen der gefährlichsten Infizierten. Kürzlich von mir erstellt, um Gefahren besser zu identifizieren. Hier mein Favorit. Der Unhold. Du kannst die Karten haben. Pass auf dich auf, Aiden. Bis bald.